Leute, geht ab. Leute, ich bin gerade in Rheine bei meiner Schwester im Zimmer. Wir haben heute sogar einen Special-Gast, und zwar den Hamster von meiner Schwester. Dein IQ wird heute auch um 100 IQ dümmer werden, obwohl du auch schon jetzt schon ziemlich dumm bist. Aber ziemlich süß. Korrekt, dass er auch mit dabei ist. Ah! Oh mein Gott, ich habe kein Vogelnetz, ich habe ein Hamsternetz. Geh wieder in den Stall. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, in meine Haare zu kommen, aber er war drin. Der Hamster und ich werden auf jeden Fall heute um 100 IQ dümmer werden, denn wir werden uns heute wieder TikToks anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich glaube, es wird einfach wieder hochqualitativen Content geben. Es wird wieder super werden. Wir werden uns heute weiterbilden. Warum mache ich das überhaupt noch? Nee, Freunde, das Video ist vorbei. Ich höre auf. Wie hat er es geschafft, dass die Flasche auf den... warum hat er einen... warum hat er eine... oh, und der letzte. Warum hat er einen Klostöpsel an seinem Nippel? Weiter geht's. Ich bete zu Gott, bitte, bitte. Lass das nächste TikTok nicht kompletten Müll sein. Bitte, TikTok-Gott, erhöre mich. TikTok-Gott, hör doch auf. Was ist das? Warum zerstören die gerade ihre Beine? Was wollen die da machen? Warum? Warum? Oh Gott, Leute, ich habe das Gefühl, diese heutige Folge wird einfach eine absolute Katastrophe werden. Will ich versuchen, einen Spagat zu lernen oder so? Was ist das? Hashtag Yoga. Digga, wenn Yoga so aussieht, Bruder, was da, soll das dich entspannen? Ich weiß ja nicht. Die wirkt auf jeden Fall nicht so entspannt. Ja. Du hast keine Kirschen. Was soll das denn bedeuten? Okay. Okay. Danke dir, TikTok-Gott. Das TikTok war wirklich mega auf dich. Und zwei Leute verlieren morgen ihren Job. Was haben die sich dabei gedacht, diesen Baum da so zu schneiden, hä? Da will man einmal im Haushalt helfen. Alter, was machst du da? Da steht Fettlöser drauf. Ist das dein Scheiß Ernst? Da steht Fettlöser drauf. Ist das lustig? Tut mir leid, meine Freunde, ich musste gerade so doll lachen, weil dieser Witz so lustig war, dass ich kurz aus mir gegangen bin. Ich habe mich aber jetzt wieder zusammengerissen. Simon Schüle, der Comedy-Preis geht an dich. Aber stell euch mal vor, man könnte wirklich einfach so Fettlöser einfach so hier hinsprühen, Bruder. Ich könnte einfach hier ein bisschen Fett angesammelt. Hier, guckt euch das an, Freunde. Mein Bauch kann reden mittlerweile. Geht jetzt auf den hashtag.de und kauft euch die neuen wunderschönen Stick-Hoodies. Ich habe hier gerade den alten Stick-Hoodie. Den könnt ihr euch, by the way, nicht mehr kaufen. Der ist nämlich nicht mehr verfügbar im hashtag.de. Dafür sind jetzt neue Farben drin, die habe ich leider nur nicht in Reine. Aber sie sind auch unfassbar sexy. Ich trage den grünen Hoodie schon seit einer Woche. Also nicht den gleichen. Ich habe davon natürlich mehrere. Ich wasche schon meine Sachen. Machen wir weiter. People in the place. If you wanna get down. Wird mir sowas empfohlen, TikTok. Ich freue mich, dass ihr so viel Spaß habt. Weiter geht's. Warum? Was machst du mit mir, TikTok? Gott! Was? Meine ganze Intelligenz? Warte mal, du bist eh schon ziemlich dumm. Halt die Klappe, Junge. Weiter geht's. Warum macht man das? Digga, warum macht man sich nicht Hackfleischbällchen einfach normal? Digga, ich würde denken, dass ich deine Hand esse. Was ist falsch mit euch? Warum macht ihr ein Hackfleischbällchen? Was ist los mit euch, Digga? Am besten wäre es noch, wenn er das Ganze frittieren würde. Aber das wird wirklich zu weit. Es reicht! Oh mein Gott, wieder so eine Werbung. Ich wette mit euch jetzt um 100 Euro, dass es nicht ansatzweise so aussehen wird wie in diesem Video, okay? Ich lade mir die App jetzt runter. So, hier sind wir in der App. Wenn das jetzt genauso aussieht, dann fresse ich einen Besen. Hier ist bestimmt eben, da hinten ist ein Besen, den werde ich essen. 7,99 € kostet das erstmal, ohne dass ich überhaupt angefangen habe. Super, ich muss jetzt schon für 7 Euro, ich werde es abschließen. Ich kaufe es jetzt für 7 Euro. Ich hoffe, dass wir das mindestens genauso gut werden. Ich glaube es wirklich. So, jetzt haben wir 7 Euro dafür ausgegeben, Digga. Das wird safe so Müll sein jetzt. Okay, okay. Wo ist jetzt hier mein Alien? Hä? Hier ist kein Alien, Digga. Hier ist nur so ein Hund, der mich richtig dumm anguckt und... Ach Gott. Komm, scheiß drauf. Okay, warte, jetzt wollen wir mal gucken hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie cool das aussieht. Es lädt. Fallt einfach niemals auf TikTok-Werbung rein. Das ist immer Müll. Okay, okay. Die Rutsche hat mein Leben auseinandergenommen. Ich hasse solche Rutschen, Digga. Es geht immer alles schief. Im Hey-Moritz-Video am Freitag werdet ihr sehen, warum ich Rutschen hasse. Und das ist wirklich schrecklich gewesen. Profi, 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 Digga.
Oh, den einen hat er geschafft. Jetzt rückwärts. Der beste Müllmann der Stadt. Dieser Mann muss in Meppen wohnen. Grüße gehen raus an alle Meppen da. Während andere schreiend davonlaufen oder sich angeekelt abwenden, greift er beherzt zum Rüssel. Im Auftrag der Berliner Stadt... Ist es das, was ich denke, was es ist? ...ist Rico jeden Tag 10 Stunden in seinem Kakomobil unterwegs. Es heißt Kakomobil. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Kakomobil. Was ein Traumjob. Was machst du so? Ja, ich arbeite täglich im Kakomobil. Du bist der coolste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. So wird es ablaufen, Leute. Der Dennis hat alles erreicht. Ellie, guck mal hier, durch das Loch schießen. Bruder, ich sag's dir, das habe ich nie geschafft, Digga, in diese Löcher reinzuschießen. Ich habe immer verkackt. Ich hasse das. Oder da, wo du willst. Peace. Tschüss, Digga, der ist eins und er kam gerade aus der Mom, Digga, und jetzt zieht er mich schon ab, Digga. Ich glaube, das ist jetzt schon mein 10. Twerk-Tutorial oder so, aber Leute, trust me, es ist nicht. Ich würde auch gerne lernen zu twerken, deswegen werde ich mir jetzt dieses Twerk-Tutorial anschauen. Nur für Recherchezwecke natürlich. So machen. Nur, also hier alles... Ach so, okay, ich schau mal kurz aus Recherchezwecken weiter. Könnt den Po runterwerfen und dann einmal hochwerfen. Genug Recherche für heute. Stehst du auf Frauen? Ja. Und ich würde gerne herausfinden, wie du eine Frau klärst. Oh nein. Wir hoffen für ihn das Beste. Er schafft das jetzt. Ja. Ich würde sagen, krieg ich deine Nummer halt. Erstmal, wie wär's mit... Gut, krieg ich deine Nummer halt. Oh mein Gott, mein Traummann! Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, und wie geht's dir? Auch gut. Er macht Schulvortrag. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Ich auch. Oh mein Gott, er macht wirklich einfach Interview. Ich bin auf Instagram. Ich bin Sanitäter. Ehrenmann. In welchem Ausbildungsjahr bist du denn? Zweite. Ich muss sagen, wenn dein Herz verletzt ist, kann ich dich heilen. Ich kann dich heilen, so, weil ich Sanitäter bin, so. Es tut weh anzuschauen. Was? Machen wir weiter. Got a big ego. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, das ganze Auge. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Wow. Bist du deppert? Fuck. Ist okay? Er ist zwar ein bisschen deppert, aber ihm gesplendet. In jeder Müllerfiale sind diese Mikros versteckt. Das glaube ich nicht. Herr Penis, bitte zur Kasse kommen. Herr Penis, bitte. Das werde ich morgen ausprobieren. Und damit würde ich sagen, das war's von diesem wunderschönen TikTok-Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind alle ein paar IQ dümmer. Wie geht's dem Hamster? Perfekt. Der Hamster ist gerade vor Dümmigkeit eingeschlafen. Wieder fällt abonniert euch den neuesten wunderschönen sexy Lightning-Merch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche bei TikTok Mittwoch. Die Sommerzeit ist viel zu... Den Fuß musst du reinschneiden, Digga. Das ist auch... Ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir